Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Also ich glaube, dass die Partei Die Linke einen erfolgreichen Europaparteitag organisiert und veranstaltet hat. Meines Erachtens sind wir inhaltlich und personell gestärkt aus diesem Parteitag hervorgegangen ist. Wie die Vorsitzenden gesagt haben, ja, es stimmt, es zeigt eine gewachsene Reife meiner Partei. Ein bisschen witzig formuliert, wir sind dabei, erwachsen zu werden. Das hat man gemerkt. In gewisser Hinsicht wird das ja auch Zeit. Vor allen Dingen ist aber eins deutlich geworden, dass die europäische Idee auch unsere Idee ist und dass wir gegen die toten Gräber der europäischen Idee ankämpfen werden. Dass aber, wenn man ein Anhänger der europäischen Integration ist, das überhaupt nicht bedeutet, dass man gegenüber den EU-Strukturen unkritisch sein muss. Im Gegenteil, es gibt eine scharfe Kritik von uns und das ist auch wahr. Weil nämlich die Art, wie dort Sozialabbau betrieben wird, die Art, wie auch Demokratie in Frage gestellt wird, die Art, wie Staats- und Regierungschefs miteinander aushandeln, um über Europarecht zu verhindern, dass nationale Parlamente überhaupt einbezogen werden in bestimmte Fragen. Also am deutlichsten war das immer bei Merkel und Sarkozy, wie sie die Sachen ausgehandelt haben. Dass natürlich auch die Militärbeschlüsse, die dort gefasst werden, dass wir das alles deutlich und scharf kritisieren, ist eben nicht antieuropäisch. Im Gegenteil, die, die das betreiben, sind antieuropäisch, weshalb ja eben auch zu befürchten ist, dass wir bei dieser Europawahl in ganz Europa auch leider verstärkt rechte bis rechtsextreme Parteien dann im Europäischen Parlament haben werden. Und deshalb sage ich, diese Art der Kritik, die wir üben, hat mit der AfD nichts, aber auch gar nichts zu tun, die ja antieuropäisch aufgestellt ist, selbst wenn sie jetzt das Gegenteil behauptet. Ich glaube, die Mehrheiten waren riesig groß für einen proeuropäischen Kurs, und zwar in kultureller Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in demokratischer, in ökologischer Hinsicht. Wir wollen ja ein, sage ich mal, die Deutsche Linke wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir streiten für ein soziales, ein demokratisches, ein ökologisch nachhaltiges und ein friedenspolitisch orientiertes Europa. Das gilt auch für die EU-Strukturen. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir einen leidenschaftlichen Wahlkampf hinbekommen. Ich glaube nach wie vor, dass das real ist, dass wir 10 Mandate erreichen. Und wir müssen jetzt alle, übrigens mit Ihnen zusammen, darum kämpfen, dass das Interesse der Wählerinnen und Wähler an Europa und auch an den Europawahlen noch zunimmt. Also wie erzeugen wir hier eine andere Leidenschaft? Ich glaube schon, wenn ich es vergleiche mit dem Zeitraum vor 5 Jahren, dass das Interesse der Bevölkerung an Europa zugenommen hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass die Wahlbeteiligung wesentlich größer wird. Wir müssen sehen, wir werden das auf jeden Fall versuchen und werden auch mit den Betroffenen darüber reden. Denn das europäische Recht und vieles andere wirkt ja unmittelbar auf das Leben der Menschen ein. Also sollen sie auch von ihrer Wahlmöglichkeit Gebrauch machen. Es könnte eine Chance bestehen, dass die Europäische Linke insgesamt mit dem Spitzenkandidaten Tsipras ein Ergebnis erreicht, dass wir ein Faktor werden im Europäischen Parlament, ein Faktor, der bei inhaltlichen Fragen, aber auch bei der Wahl des Kommissionspräsidenten und anderes eine Rolle spielen kann. Das ist ja nicht ganz unwichtig, wer das wird, wie das ausgestaltet wird und vieles andere mehr. Also mit anderen Worten, ich muss Ihnen sagen, der Europaparteitag war ein Erfolg. Viele von Ihnen hatten ja das Gegenteil befürchtet, ganz wenige hatten es sich auch gewünscht, aber die lasse ich jetzt mal aus. Und das ist aber nicht passiert, ganz im Gegenteil. Nun komme ich mal zur Regierungskrise. Ich bin heute gefragt worden, ob das nur eine Vertrauenskrise ist. Also nur ist gut. Diese Vertrauenskrise führt natürlich zu einer Koalitionskrise. Denn eine Koalition kann überhaupt nicht funktionieren, wenn es gegenseitig kein Vertrauen mehr gibt. Wenn ich jetzt an das Verhältnis bestimmter Politikerinnen und Politiker der CSU zu Politikerinnen und Politikern der SPD denke, da ist das Vertrauen stark zerstört. Es steht überhaupt die Frage an, wie ist eigentlich das Verhältnis der Bundesregierung zur Rechtsstaatlichkeit? Ist das legitim, dass es in irgendeiner Form Privilegien für Politikerinnen und Politiker im Vergleich zu anderen Bürgerinnen und Bürgern gibt bei einem Ermittlungsverfahren? Wieso ist eigentlich so reichlich informiert worden, ja nicht nur hier auf der Bundesebene, sondern auch auf der niedersächsischen Landesebene über eventuell bevorstehende Ermittlungen? Dass man die damit gefährdet, kann man doch dann auch ahnen.
Und inzwischen wissen wir ja, dass Herr Edati auf jeden Fall vorab informiert worden ist. Das sagt er selbst, er sagt nur nicht durch wen. Wissen Sie, es geht aber nicht nur um die Frage des Verrats von Geheimnissen. Es geht nicht nur um die Frage, ob die Kanzlerin es wusste oder nicht. Hätte das nicht vielleicht genügt, den Plan, den betroffenen ehemaligen Abgeordneten zum Staatssekretär zu berufen, hätte sie ja auch unterbinden können. Ich weiß gar nicht, ob es zwingend erforderlich war, den SPD-Vorsitzenden zu informieren. Aber wenn, alles Fragen, die noch offen sind, wieso musste er das wiederum so vielen Leuten erzählen? Und ich frage immer noch mal, wer hat Edati informiert? Das würde ich gerne wissen. Und es klingt nicht besonders glaubwürdig, wenn man Festplatten zerstört mit dem Hinweis, da seien NSU-Unterlagen drauf gewesen. Nicht wirklich nachvollziehbar. Den Wunsch nach Verschärfung des Strafrechts teile ich nicht, weil höhere Strafen bewirken gar nichts. Aber mein persönlicher Wunsch, nicht Fraktion, haben wir es noch gar nicht erörtert, aber mein persönlicher Wunsch ist, ich würde das Strafrecht erweitern. Ich möchte den Kauf und Verkauf von Bildern mit nackten Kindern verbieten. Weil die Kinder können nicht gefragt werden. Die sind 3 Jahre alt, die sind 4 Jahre alt, die sind 5 Jahre alt. Ich finde das eine Frechheit, ich muss das mal so sagen. Im Augenblick ist das aber nicht Pornografie, dann muss es immer um sexuelle Handlungen gehen. Dazu will ich mich jetzt auch gar nicht äußern, zur strafrechtlichen Seite, aber ich muss Ihnen klipp und klar sagen, ich würde das verbieten. Das geht nicht. Was Erwachsene machen, das ist mir wurscht. Das sollen sie selbst entscheiden, aber nicht Kinder. Und ich bin ja selber Vater und ich muss Ihnen sagen, wenn so Fotos von meinen Kindern verkauft, aber dann würde ich aber durchdrehen. Aber das kann ich Ihnen aber sagen, aber wirklich durchdrehen. Also ich finde, da müssen wir ergänzen, das Strafrecht. Nicht verschärfen, das bringt nichts, aber ergänzen. Parteiausschlussverfahren will jetzt Herr Gabriel. Warum eigentlich erst jetzt? Die Koalition hat jetzt eine Aktuelle Stunde beantragt. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Wir haben uns nämlich entschieden, keine zu beantragen, weil es ein ungeeignetes Instrument ist. In der Aktuellen Stunde gibt es keine Fragen. In der Aktuellen Stunde gibt es keine Stellungnahmen, auch nicht von Abgeordneten, auch nicht zum Abstimmungsverhalten. Es gibt ja auch keine Abstimmung. Eine Aktuelle Stunde ist nicht besonders geeignet. Wir machen uns aber Gedanken und werden einen Weg finden, dass es trotzdem eine Debatte geben wird. Eine richtige Debatte. Was mich ärgert, das will ich Ihnen auch sagen. Der Ruf von Politikerinnen und Politikern in der Bevölkerung ist wirklich schlecht genug. Und er wird jetzt noch schlechter. Und selbst wenn man nichts damit zu tun hat, gerät man mit hinein in diesen Sack, was mich auch ärgert. Und ich finde, dass jetzt die Verantwortlichen in der Koalition wirklich die Aufgabe haben, folgende Dinge zu machen. Erstens schonungslose und vollständige Aufklärung. Alles andere hilft nichts. Nicht jeden Tag immer wieder eine neue Information. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn dann Konsequenzen gezogen werden müssen, dann müssen sie halt gezogen werden. Da kommt man sowieso nicht drum rum. Und das Zweite ist, die Bevölkerung, nicht die Grünen, nicht die Linken, die Bevölkerung hat einen Anspruch darauf, eine vollständige Aufklärung zu erhalten. Und die muss jetzt geliefert werden, und zwar von allen Beteiligten. Und dann möchte ich, dass wir uns Gedanken machen, wie wir Rechtsstaatlichkeit garantieren in der Regierung, wie man natürlich auf der einen Seite Verrat verhindert, aber auf der anderen Seite auch Denunziation. Ich finde auch Letzteres ziemlich unerträglich. Vielen Dank, Rio Gysi. Gibt es Fragen? Frau Pauli hier vorne. Bitte einen kleinen Moment warten, bis Sie das Mikrofon da hinterher haben. Herr Gysi, Sie haben gerade gesagt, dass Sie eine Aktuelle Stunde nicht als geeignetes Podium oder Diskussionsforum sehen. Wie sieht es denn dann mit einem Untersuchungsausschuss aus? Warum sträubt sich die Linke auch dagegen? Nein, alles in seiner Zeit. Jetzt tagt ja nun morgen erstmal der Innenausschuss. Übrigens, bevor Herr Oppermann im Innenausschuss gehört wird, gibt es schon die Aktuelle Stunde. Auch ganz interessant. Und wenn wir die Antworten vom Innenausschuss kennen und die Aktuelle Stunde erlebt haben, werden wir uns überlegen, wie wir zu einer Debatte kommen. Und dann werden wir uns auch überlegen, ob wir einen Untersuchungsausschuss beantragen. Aber ich will nicht, wissen Sie, die Anhörung hat noch nicht stattgefunden. Danach werden wir uns das überlegen und werden das dann auch bekannt geben. Nein, wir scheuen uns gar nicht davor. Ganz im Gegenteil, ich sage hier, es gibt auch einen Anspruch auf Aufklärung. Das läuft jetzt so,
Ach, so alles so in komischen nebligen Graubahnen ab, ja? Das ist ja schon atmosphärisch unerträglich, muss ich Ihnen sagen. Herr Seefeld, habe ich es richtig gesehen? Ja. Herr Gysi, heute Abend treffen sich ja die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD. Und es steht ja so ein bisschen im Raum eine unausgesprochene Forderung der CSU. Wenn unser Friedrich zurücktreten musste, dann muss die SPD irgendwie auch eine Konsequenz zeigen, sei es personell oder inhaltlich. Wie bewerten Sie diesen Verdacht? Wissen Sie, wenn eine solche Angelegenheit dazu führt, dass man bei der PKW-Maut oder bei was anderem nachgeht, schaden wir der Politik enorm. Verstehen Sie, es gibt Grenzen. Eine politische Sache will ich dann durchsetzen, wenn ich sie für sinnvoll halte. Wenn ich gute Gründe habe und die anderen überzeuge, dass man den Weg A oder den Weg B geht. Wenn ich sage, jetzt habt ihr was gemacht, was mir nicht gefällt, dafür müsst ihr in dem inhaltlichen Punkt X nachgeben. Also finde ich das politisch indiskutabel, muss ich Ihnen sagen. Das würde ich wirklich scharf kritisieren. Personell glaube ich schon, die haben den Wunsch, dass nicht einer alleine für das Ganze haftet. Und ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Aber ich bin nicht derjenige, der Rücktritte fordert, sondern jetzt warte ich die Antworten ab und dann müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Und wer jetzt schon weiß, dass er sowieso ziehen muss, der sollte so schnell ziehen. Kann ich nur als Rat mitgeben. Herr Fischer. Herr Gysi, eine Frage zu einem anderen Thema. Der Bundestag wird in dieser Woche über zwei Bundeswehreinsätze entscheiden, Mali und Afghanistan. Die Linke wird wieder mit Nein stimmen. Nun steht in Kürze wahrscheinlich ein weiterer Einsatz an, nämlich zum Schutz der Vernichtung der syrischen Chemiewaffen. Wird die Linke da auch wieder kategorisch Nein sagen oder wird da die Diskussion in Ihrer Fraktion möglicherweise anders verlaufen? Also wir diskutieren über jeden Einzelfall immer ausführlich und sobald das Ergebnis vorliegt, werde ich Sie auch informieren. Im Augenblick steht noch gar nicht fest, ob es wirklich zu einem solchen Einsatz kommt. Es gibt noch keinen Antrag der Regierung, den wir prüfen können, nichts. Sobald der Antrag vorliegt, werden wir das prüfen und dann diskutieren wir das gründlich und dann gebe ich Ihnen auch gerne das Ergebnis bekannt. Der Kollege Lenn. Der Spiegel hat in den Raum gestellt, dass schon im November im Bundestag das Gerücht über IDATE in der Raum gestanden hätte. Hat die Linke was davon mitgekriegt über die Diskussion, über die Gerüchte? Also ich glaube, wir sind die Letzten, denen hier irgendwas erzählt wird. Also ich kann Ihnen garantieren, ich habe davon gar nichts mitbekommen. Es hätte mich auch sehr erstaunt damals. Nein, natürlich nicht. Können Sie vergessen. Herr Seefeld hat noch eine Nachfrage. Also. Immer noch der Schweizer Bundespräsident zu Besuch bei der Kanzlerin heute. Ja. Und Angela Merkel hat da bei dieser Pressekonferenz davor gewarnt, das Verhältnis zwischen, also vor Überziehungen von Konsequenzen jetzt im Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU. Wie bewerten Sie das und welche Konsequenzen erwarten Sie denn ganz konkret aus der Abstimmung in der Schweiz über Zuwanderung? Also, erstens, die Kanzlerin warnt immer vor Beschädigungen hinsichtlich der Beziehungen. Das gilt auch für die USA. Dafür dürfen wir 20 Millionenfach abgehört werden. Das stört sie nicht so. Aber um Gottes Willen bloß nicht die Atmosphäre ein kleines bisschen beeinträchtigen. Es wird mal wirklich Zeit, dass wir auch mal ein bisschen Kante zeigen, wenn ich das mal sagen darf. Also wirklich, und ich bin wirklich, ich sage es nochmal, ich bin überhaupt kein Anti-Amerikanist. Ich fahre da gerne, ich spreche auch gerne mit denen. Ich weiß auch, die haben Punkte, da sind die viel weiter als mir. Mir hat da zum Beispiel ein 60-jähriger Professor, Sie ahnen, zufällig mein Alter, erzählt, dass er mal die Präsidentin der Universität gefragt hat, warum sie ihn eigentlich nie gefragt hat, wie alt er ist. Und dann hat die gesagt, na, weil ich mich damit strafbar mache. Das ist Altersdiskriminierung. Ich darf sie gar nicht fragen. Da habe ich mir gedacht, da sind sie ja deutlich weiter als wir auf der Strecke. Und wiederum in anderer Hinsicht ist es ganz anders. Also ich bin überhaupt nicht antiamerikanisch, aber ich sage Ihnen eins, aber ich würde mit denen vielleicht Fraktur reden. Also entweder wir haben eine volle Souveränität, da muss man das anders machen. So und genauso mit der Schweiz. Kommen wir jetzt darauf zurück. Und zwar, weil ich Ihnen sage, wenn es einen Volksentscheid gibt, der mehrheitlich etwas entscheidet, was geltenden Verträgen zwischen der EU und der Schweiz widerspricht, dann kann ich nicht sagen, ich will nicht beschädigen. Sie haben beschädigt. Und nun kommt es natürlich zunächst darauf an, ob und wie es umgesetzt wird. Aber da Sie ja eigentlich einen Volksentscheid umsetzen müssen, müsste es eine Einschränkung der freien Zuwanderung innerhalb Europas geben, etwas, was Sie ausgeschlossen haben im Vertrag, und dann ist der Vertrag nicht mehr gültig. Punkt.
und dann müssen sie die Nachteile, keinen Zugang zum Binnenmarkt etc. in Kauf nehmen. Ich finde ja, ich finde das sehr gut. Ich bin sehr für Volksentscheide, aber Volksentscheide führen auch dazu, dass man für die Ergebnisse haftet. Und wenn ich dann denen sage, ihr könnt das entscheiden, ihr verletzt damit alle Verträge, aber die bleiben trotzdem in Kraft, alle Vorzüge genießt ihr weiterhin, ja, dann heißt es, dass die Bevölkerung keine Verantwortung dafür trägt. Und das finde ich falsch. Sie haben das, wenn auch mit sehr knapper Mehrheit, so gewollt. Ich kann auch gar nicht beurteilen, wie da der Wahlkampf oder was heißt der Abstimmungskampf gelaufen ist. Aber ich finde, Konsequenzen muss man ziehen. Und das heißt wieder nicht, ich bin ja nicht jemand, der überzieht. Also verstehen Sie, darum geht es mir auch gar nicht. Aber wenn in Verträgen das Gegenteil drinsteht und Sie die Verträge nicht mehr einhalten können, dann können wir Ihnen nicht sagen, macht nichts. Die Vorteile aus den Verträgen bleiben euch erhalten. Dort ist die Veränderung eingetreten, nicht bei uns. Nachfrage? Fordern Sie jetzt ganz konkret, dass der freie Geldverkehr und Warenverkehr zwischen der Schweiz und der EU eingeschränkt aufgehoben wird? Ja, man muss sich jetzt das im Einzelnen, das kann ich Ihnen nicht sagen, vollständig oder so, man muss sich das im Einzelnen überlegen, man muss sich die Verträge ansehen, dort steht der freie Zugang und jetzt muss man sehen, was Sie machen. Das würde ich natürlich erstmal abwarten, noch gibt es ja keine Regelung diesbezüglich. Und sobald es eine Regelung gibt, die auf eine Verletzung des Vertrages hinausläuft, muss ich Ihnen sagen, dass bestimmte Dinge nicht mehr gehen. Vielleicht wäre das übrigens gar nicht so schlecht, wenn der freie Geldverkehr nach der Schweiz auch von Deutschland aus ein bisschen eingeschränkt werden würde. Hm? Hätten wir vielleicht ein bisschen wenig Steuerhinterziehung und mehr Einnahmen. Wäre auch nicht verkehrt. Hm? Ich sehe dann keine weiteren Fragen, bedanke mich und wünsche Ihnen noch eine spannende Woche.